Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Wir haben unser Wahlziel verfehlt. Nach der Niederlage, die wir in unserem Kernland in Nordrhein-Westfalen erlitten hatten, haben wir nun auch die Bundestagswahl verloren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, hinter uns liegt eine außerordentlich herausfordernde Legislaturperiode. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, dass wir die strategischen Ziele unseres Wahlkampfes erreicht haben. Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden, und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden. Mit dieser Prozentzahl, die uns nicht freut, aber wir werden mit dieser Prozentzahl für unsere Prinzipien und für unsere Werte der Toleranz, des Respekts und des Gemeinsinns in der nächsten Wahlperiode kämpfen. Und natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns. Das ist der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Und kein Demokrat kann darüber einfach hinwegnehmen. Es ist klar, die Aufnahme von mehr als 1 Million Flüchtlingen in unserem Lande spaltet das Land immer noch. Denn wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition. Wir haben einen Auftrag, Verantwortung zu übernehmen, und das werden wir mit aller Kraft und auch in aller Ruhe in Gesprächen mit anderen Partnern dann ins Visier nehmen. Nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Vielen Dank.